Mit der Low-Code-No-Code-Plattform Microsoft Power Apps und Power BI in den Microsoft Dynamics 365 ERP-Systemen Erweiterungen effizient realisieren, konkret gezeigt am Beispiel Projektbudgets. Inzwischen erfordern viele anwenderspezifische Erweiterungen keine Individualprogrammierung mehr. Das Video zeigt am Praxisbeispiel der Verwaltung von Projektbudgets, wie in Microsoft Dynamics 365 ERP-Systemen unter Einsatz der Low-Code-No-Code-Plattform Microsoft Power Apps und Power BI individuelle Erweiterungen realisiert werden können. Das Video zeigt einen Ausschnitt des ersten Cyber-ERP-Contest 2023. Der ERP-Contest findet regelmäßig statt und ist eine Entwicklung der MQ Result Consulting AG. Sehen Sie jetzt einen Ausschnitt, der die Individualisierung von Microsoft Dynamics 365 ERP-Systemen mit Power Apps und Power BI demonstriert. Ich möchte einmal gerne zeigen, wie es möglich ist, Projektbudgets aus dem ERP-System Unified Operations, das Herr Jung schon gezeigt hat, in dem System Power BI, das ist das BI-System von Microsoft, wie man dort die Daten darstellen und dann später sogar verändern kann. Das ist hier unser Ausgangspunkt. Wir befinden uns gerade in Unified Operations. Das ist unser Projekt, was wir hier haben mit verschiedenen Projektaufgaben. Hier geht es jetzt einfach mal um so eine kleine Demo, eine Audi-Installation in einem Auto. Wir haben hier unseren Aufwand und das ist unser Aufwandsbudget, was wir hier haben. Und wo möchten wir hin? Ich wechsle jetzt einfach mal die Applikation und befinde mich jetzt hier in Power BI von Microsoft. Das sind dieselben Daten, wie wir hier sehen. Wir haben hier genau die gleichen Aufgaben und wir haben hier rechts noch so eine Übersicht. Wenn ich jetzt hier auf etwas raufklicke, kann ich hier noch reingehen und kann sogar Dinge editieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Einarbeitung von Volker, die wird länger als 36 Stunden dauern und das möchte ich hier gerne ändern. Das wird nämlich 38 Stunden dauern. Das gebe ich jetzt hier ein und gebe hier noch zusätzlich ein. Einarbeitung wird länger dauern. Das Ganze kann ich jetzt hier speichern. Und das schreibt er mir jetzt zurück ins System. Ich aktualisiere hier kurz die Daten und ich sehe hier, das Ganze hat sich auf 38 Stunden Budget erhöht. Ich kann in diesem Bericht, in Power BI bin ich jetzt wieder, kann ich natürlich einiges tun. Ich kann hier navigieren, ich kann filtern, alles das, was ein gutes BI-System kann und das Ganze auch blitzschnell. Also man kann hier relativ schnell mit den Daten arbeiten. Wie genau bin ich jetzt aber hier hingekommen? Also wie landen die Daten aus Unified Operations hier in meinem Power BI und wie kann ich Daten aus einem eigentlich nur lesenden System, Power BI, wieder zurückschreiben, hier mit so einer kleinen Anwendung an der Seite. Um das mal architektonisch kurz aufzuzeigen, wir haben hier unser Dynamics 365, ganz links. Das Ganze schreibt in ein sogenanntes Dataverse. Das ist ein Tabellensystem von Microsoft, kann man so nennen. Und das kommuniziert mit Power BI und Power Apps. Power Apps hat der Herr Jung schon gezeigt. Damit können wir so kleine Business Apps bauen oder auch größere. Das bedeutet, wir haben hier eine Synchronisierung zu beiden Seiten und zwar live sozusagen von Unified Operations in das Dataverse und das Dataverse kommuniziert dann mit meinen beiden anderen Komponenten. Um mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wir haben hier unser Dataverse, da kann man Tabellen per Low-Code, No-Code anlegen, da wurde jetzt keine einzige Zeile Code für geschrieben, da kann man seine Tabellen einfach verwalten und dann editieren, das heißt da einfach neue Spalten etc. hinzufügen. Und diese Daten, die hier dann drin vorhanden sind und synchronisiert werden, die
sind dann hier in der Power App vorhanden. Und hier in der Power App kann ich auch ganz einfach per Drag and Drop oder einfach per Klicken mein Layout einfach ändern. Und diese Power App ist dann in meinem Power BI Bericht integriert. Das kann ich auch einmal kurz zeigen. Es gibt ein extra Visual dafür in Power BI, welches sozusagen ermöglicht, hier dann eine Power App zu integrieren. Und Power BI funktioniert auch per Drag and Drop, auch keine einzige Zeile Code geschrieben. Ich kann hier meine Daten, die ich hier habe, einfach auch per Drag and Drop hineinziehen und auch wieder herausziehen, wie ich das denn möchte. So, kommen wir wieder in die Leseansicht. Die Synchronisation von Finance Operations nach dem Dataverse funktioniert auch per Dual Write. Das Dual Write ist ein System in Finance und Operations, wird das verwaltet. Das funktioniert auch per Low Code, No Code. Da kann man dann einfach die Daten von der einen Seite zur anderen Seite schieben und kann dort die Synchronisations Schritte einfach definieren. Das ist relativ einfach. Ich kann hier in Finance und Operations mir jetzt auch die Details ansehen. Ich hatte hier ja zum Beispiel bei dem Volker, bei der Einarbeitung hatte ich etwas geändert, nämlich wie lange es dauern wird. Und wir sehen auch, wenn ich hier meine Datenpunkte ändere in Power BI, ändert sich die Power App. Das ist sozusagen die Power App direkt mit. Also das ist eigentlich keine Power BI-Komponente, sondern eine Power Apps-Komponente, die hier integriert wurde. Und wenn ich was noch am Kommentar ändere, plus 2 Stunden zum Beispiel, das Speicher kann ich mir das auch direkt in Finance und Operations dann ansehen. Oh, genau. Und ich gehe hier einmal rein, aktualisiere meine Daten und gehe hier in die Details. Und kann jetzt hier auch den Kommentar direkt sehen. Das Ganze ist eine Live-Synchronisierung. Genau. Was an dieser Lösung so besonders ist, dass Power BI eigentlich ein rein lesendes System ist. Das bedeutet, ein BI-System klassischerweise schreibt keine Daten zurück, sondern visualisiert und aggregiert nur Daten, um sie dann dem User zur Verfügung zu stellen. Aber dadurch, dass wir jetzt hier eine Power App integriert haben, können wir unsere Daten auch aus Power BI heraus bearbeiten, aus diesem Dashboard und dann hier in unser Finance und Operations wieder zurückschreiben. Genau, das ist die Low-Code, No-Code-Lösung, die dann einfach erstellt werden kann. Genau, das war es von meiner Seite. Sie sahen einen Auszug des ersten Cyber-ERP-Contest 2023, der von der MQ Result Consulting AG organisiert und moderiert wurde. Auf der Website der MQ Result finden Sie weitere Informationen zum Cyber-ERP-Contest. Dort erhalten Sie auch das Video des gesamten Contests. Wir bedanken uns bei Ole Teichmann von der HSO Enterprise Solutions GmbH für die Live-Anwendung der Microsoft Tools und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.